Wir reagieren heute auf Sarah Wagenknechts Auftritt zum politischen Aschermittwoch, den sie in einem Wirtshaus in Passau gehalten hat. Und ich will gar nicht lange drum herumreden. Ich würde einfach sagen, los geht's. Wagenknecht wagt hier nämlich einen ziemlichen Rundumschlag. Jedenfalls, wenn ich die Ausschnitte, die ich schon gesehen habe, erstmal zusammenfassen kann. Ich habe mir das Ganze noch nicht angeschaut, sondern wie gesagt, erst auf Twitter einige Ausschnitte gesehen und die waren vielversprechend. Klaus die Idee hatte, zu sagen, ach Mensch, wir machen doch dieses Jahr wieder Aschermittwoch, habe ich das, die Einladung auch deshalb besonders gern angenommen. Weil wenn man zum Aschermittwoch kommt, dann gibt es immer ein besonderes Ereignis. Man wird nämlich in der Nacht davor im Hotel Wildermann untergebracht. Das kannte ich schon, da war ich schon mal, Hotel Wildermann. Aber ich war wirklich, also richtig angespannt, ob das immer noch so heißt. Also immerhin vor 10 Jahren, da sind ja viele Genderkämpfe gestritten worden. Und ehrlich gesagt, einfach nur Mann, ohne Gendersternchen, ohne Innen. Also das ist ja schon ein politisches Statement. Aber ich fand es toll. Es heißt immer noch Wilder Mann. Es hat sich nicht beeindrucken lassen. Richtig so. Ich meine, selbst der Weihnachtsmann ist ja inzwischen umstritten, ne? Also es gab ja eine ernste Diskussion im letzten Winter. Also Ja, es ist alles nur noch irre. Dazu kann man, glaube ich, gar nicht mehr viel sagen. jetzt zu letzten Weihnachten, den vielleicht als Weihnachtskraft in Zukunft zu benennen, weil es geht ja also um die Gerechtigkeit. Also ich frage mich wirklich, was manche Leute in unserem Land für Probleme haben. Also das sind die Leute, die denken, jeder Rentner hat 2000 Euro, dann kann man sich um die Weihnachtskraft kümmern. Wir kümmern uns dann lieber um die Renten. Oder auch die Regierung, die hat ja jetzt ein Gesetz im letzten Herbst auf den Weg gebracht, dass jeder also einmal im Jahr seinen Geschlechtseintrag ändern darf. Seitdem gibt es ja eigentlich offiziell keine Männer und Frauen mehr. Es gibt nur noch Ja. Lebensabschnittsgeschlechter. Und ja, in der Zeit. Ja, so kann man es auch, so kann man es zusammenfassen. Ja, aber das ist tatsächlich die politische Haltung dieser Bundesregierung. Also, das Essen nicht mehr leisten, aber wenigstens habt ihr jetzt die Freiheit, jedes Jahr einmal euer Geschlecht wechseln zu dürfen. Seid zufrieden damit, wenn ihr euch beschwert, dann seid ihr leider Staatsdelegitimierer. Also wilder Mann. Aber dann dachte ich, oder zumindest sagen das Böse zu. Wetten, aufgrund des Witzes eben, wird man Sarah Wagenknecht wieder Transfeindlichkeit vorwerfen. Ich meine, es ist ja so völlig irre im aktuellen Diskurs. Also da haben wir auch einige sehr intelligente Gestalten, die mit solchen Vorwürfen sehr schnell zur Hand sind. Zungen, die Freiheit, sein Geschlecht frei zu wählen, das sei auch ein bisschen der Ausgleich dafür, weil man ja sonst nicht mehr so viele Freiheiten hat. Also die Freiheit, seine Heizung frei zu wählen, Klaus, das Heizungsgesetz ist nicht weg. Das ist ein Irrtum. Das Heizungsgesetz kommt, es kommt nur ein bisschen später. Dann regiert Herr Habeck im Heizungskeller. Also nichts mehr mit Freiheit über die Heizung. Naja, und mit dem Auto wird auch relativ eingegrenzt die Auswahl, sobald der Verbrenner verboten wird. Naja, und in der Frage von Krieg und Frieden, klar darf man immer noch denken, was man will, aber mit dem Äußern. Also seit Frau Faeser ein Gesetz auf den Weg gebracht hat, das selbst die Süddeutsche Zeitung als Lizenz zum Anschwärzen bezeichnet, nämlich ein Gesetz, das den Verfassungsschutz ermächtigt, jeden, den er als radikal ansieht, im privaten Umfeld anzuschwärzen, ist das mit der Freiheit, über Krieg und Frieden nachzudenken, vielleicht auch nicht mehr so weit her. Also gibt es neue Freiheiten. Naja, die Frage von Krieg und Frieden allerdings, die hat mich dann doch dazu gebracht, eine Lösung für dieses Rätsel zu finden, warum es den wilden Mann noch gibt. Weil seit Krieg und Frieden und seit die Frage der Kriegstüchtigkeit Deutschlands aufgekommen ist, sind wilde Männer plötzlich wieder richtig hoch im Kurs. Also wenn ich mir so diese Ampelpolitiker angucke, also einige sind da richtig wild geworden. Also ich denke hier an den Hofreiter Toni, ja auch aus Bayern bekanntlich. Also wilder Mann ist da noch harmlos, ne? Also wie der drauf ist seit einiger Zeit, das ist wirklich, also ist schon eine harte Nummer.
Und ich frage mich auch immer, wo diese ehemaligen Wehrdienstverweigerer plötzlich ihre ganz exakten Militärkenntnisse her haben. Also wenn Sie mit Toni Hofreiter reden, der kennt die exakten Namen aller Panzertypen, die in Deutschland gebaut werden. Und der kann Ihnen auch genau erklären, warum jeder einzelne dieser Panzer ein Gamechanger im Ukraine-Krieg war. Also wie oft die Ukraine den Krieg schon gewonnen haben muss. Ja, das ist natürlich... Also in so einer lockeren Stimmung, bei so einer lockeren Rede, das sind ernste Themen, die hier besprochen werden. Also vorhin, wir haben eine Verfassungsfeindin als Innenministerin. Demokratiefördergesetz, also der Name sollte schon alle aufhorchen lassen, gerade vorbereitet, was die Opposition noch weiter einschränken soll im Ukraine-Krieg. Da, ja, die deutschen Panzer, die angebliche Gamechanger sein sollten, die sind vor Robotünen in Flammen aufgegangen, weil die eben keine Gamechanger waren, sondern von den Russen ähnlich einfach vernichtet werden konnten wie die sowjetischen T-Modelle. Und der Ukraine-Krieg, der geht immer noch weiter und jeden Tag sterben dort hunderte Männer. Vor kurzem ist Avdiivka gefallen. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass dieser Krieg in naher Zukunft enden wird. Und wenn er enden wird, dann wohl eher zum Nachteil der Ukraine. Je länger er dauert, desto mehr zum Nachteil der Ukraine. Als wir die Schützenpanzer geliefert haben, als wir die Leopardpanzer geliefert haben, als die Kampfjets geliefert wurden, naja, und weil es immer noch nicht so ganz geklappt hat, muss man jetzt also auch noch die Taurus-Raketen liefern. Klaus hat ja vorhin schon was dazu gesagt. Wobei diese Wildheit leider an Geschlechtergrenzen auch nicht Halt macht, weil Toni Hofreiter ist ja nicht der Einzige. Wir alle kennen ja hier unsere Freundin Marie-Agnes Strack-Rheinmetall. Also danke an alle Finanziers des Kanals. Ihr wisst, Medien vertreten die Interessen derer, die sie bezahlen. Das ist auch so richtig. Also wilde Frauen gibt's auch. Und da wird ja auch so massiv für Rüstung geworben. Und das führt mich jetzt dazu, Europawahl ist ja auch schon angesprochen worden. Also nicht, dass ich irgendwie große Sympathie für die FDP hätte, aber 1% sollte sie bei der Europawahl bekommen. Das hätte nämlich einen ganz großen Vorteil, dass die gute Marie-Agnes Strack-Zimmermann nicht mehr im Bundestag und im Verteidigungsausschuss ihr Unheil treiben kann, sondern dass sie ganz... Ja, dann würde man sie im Europaparlament entsorgen. Da könnte sie tatsächlich weniger Schaden anrichten. Das stimmt schon. Und Verteidigung ist ja aktuell noch Domäne der Mitgliedstaaten. Deutschland halt mehr Schaden anrichten als im EU-Parlament. Weit weg in der Lobby Hochburg Brüssel abgeschoben wurde. Einige sagen ja, das sei das Geheimrezept von Herrn Lindner. Weil, naja klar, die FDP-Umfragen sind, wie sie sind, ne? So 3-4% zurzeit. Und er hat offenbar keine andere Lösung mehr gesehen, als jetzt die gute Marie-Agnes Strack-Zimmermann mal eben ganz aus der Schusslinie nach Brüssel zu schicken, in der Hoffnung, dass es dann vielleicht noch mal nach oben geht. Aber ich glaube, da wird nichts draus. Und bei der Europawahl, also die 1%, die können Sie, glaube ich, schon alleine schaffen. Wir werben natürlich dafür, dass das BSW aber so richtig stark wird bei der Europawahl, weil das ist unsere erste Wahl. Und ich denke, wir alle gemeinsam werden alles dafür tun, dass wir Ihnen zeigen, wir sind eine Kraft in Deutschland. Wir werden dieses Land verändern. Und die Europawahl ist der Start dafür. Wichtigstes Argument dafür, dass das BSW zweistellig werden sollte, ist, dass Michael Lüders dann ins EU-Parlament kommt. Also Michael Lüders müsste dann nicht nur Bücher schreiben und auf seinem YouTube-Kanal über die Außenpolitik und die europäische Außenpolitik meckern, sondern er könnte im Parlament direkt Reden halten, direkt mitentscheiden. Also, wie gesagt, wenn das BSW zweistellig wird, dann kommt Michael Lüders und auch Michael von der Schulenburg kommt dann auf jeden Fall ins EU-Parlament. Und wir haben ja auch wirklich tolle Kandidaten. Also schon deshalb bitte ich auch alle nochmal, diese Listen auszufüllen. Und soweit Sie aus Passau sind, habe ich mir auch sagen lassen, müssen Sie nicht alle einzeln aufs Amt. Da brauchen Sie es nur ausfüllen, liegen lassen. Das machen dann hier unsere Kolleginnen und Kollegen aus Passau. Ja, weil wir so tolle Kandidaten haben, die dann wirklich auch in Brüssel sein sollen und sein müssen, wie zum Beispiel Fritz Pirner, der heute auch hier ist. Fritz, der die ganze Corona-Zeit lang
Herrn Söder so mutig die Stirn geboten hat und der dafür steht, dass man sich nichts gefallen lässt und der auch will, dass diese ganzen Untaten dieser Zeit, wo irgendwelche Politiker aus irgendwelchen Ideen heraus plötzlich flächendeckend Schulen geschlossen haben oder der Meinung war, wer sich nicht impfen lässt, der muss mal eben raus aus dem gesamten öffentlichen Leben. Er will, dass das aufgearbeitet wird. Und ich finde, das ist unglaublich wichtig. Und deswegen, schon wegen Fritz, starkes Ergebnis in der Europawahl. Doch zurück zur Frage Krieg und Frieden. Manchmal fragt man sich, und das ist ja wirklich auch, das ist ja ein verdammt ernstes Thema, es ist ja eigentlich überhaupt nicht lustig. Warum sind die eigentlich alle so drauf? Warum werben die so für Rüstung, immer mehr Waffen? Geld, Karriere, also das wären die ersten zwei Dinge, auf die ich tippen würde. Exporte in alle Welt. Und dann fällt einem auf, ist vielleicht nicht die ganze Begründung, aber doch bei einigen irgendwie ist es auffällig, viele von denen, die da jetzt so die wilden Männer und Frauen spielen, haben Rüstungskonzerne in ihren Wahlkreisen oder sitzen selber, wie zum Beispiel unsere FDP-Frau, in den Lobbyorganisationen der Rüstungskonzerne mit drin und werben da besonders heftig, was sie nicht nur selbstlos tun, weil man muss sich mal angucken, wohin Rüstungskonzerne spenden. Das ist interessant. Lange Zeit, also die CDU hat da immer schon gekriegt, die CSU auch natürlich, neu ist seit einiger Zeit, aber sehr verständlich, auch die Grünen kriegen neuerdings Spenden von der Rüstungsindustrie. Und ich muss sagen, ja klar, wenn ich der Chef von einem großen Rüstungskonzern wäre, also bei den Grünen, da würde ich jetzt so richtig reinpulvern, also was die denen für ein Geschäft besorgen. Aber mein Gott, wie kann man das denn mit seinem moralischen Kompass vereinbaren? Wir sind ja inzwischen größter... Ja, in der Wirtschaft geht es leider nicht um Moral, sondern um Macht. Waffenlieferant, nicht nur nach den USA für die Ukraine, sondern wir liefern Waffen in alle Welt. Wir liefern jetzt Kampfjets und Iris-Raketen an Saudi-Arabien. Unsere hochmoralische, feministische Außenministerin hat jetzt plötzlich bei den saudischen Islamisten ihre feministische Freundschaft geschlossen, bei Leuten, die Frauen steinigen, die Journalisten zersägen. Das ist unsere moralische Außenpolitik, unsere Wertegeleitete. Was für eine Heuchelei ist denn das, verdammt nochmal? Und ehrlich gesagt, wenn ich das mit diesen ganzen Spenden so sehe, da lobe ich mir wirklich den Papst. Ich weiß nicht, wer es von euch verfolgt hat. Ich fand das schon sehr bemerkenswert. Der Papst hat eine Spende von 1,5 Millionen Euro von einem italienischen Rüstungskonzern an den Vatikan zurückgehen lassen. Hat das zurücküberwiesen. Und ich sage euch, sollte das BSW jemals, ich glaube nicht, dass es stattfindet, aber sollte uns jemals ein Rüstungskonzern sponsern, wir werden es machen wie der Papst. Dieses Geld ist blutiges Geld, das wollen wir nicht haben. Wir brauchen die Spenden und die Unterstützung von euch und den normalen Menschen. Und da bekommen wir sicherlich auch genug. Ja, das ist auch absolut richtig. Also diese Parteispenden sind ein Einfallstor für Wirtschaftsinteressen und sollten viel härter reguliert werden, als sie es aktuell sind. Also nicht nur das BSW sollte sich da integer verhalten, sondern es sollte, sobald es in irgendeine politische Machtposition gekommen ist, sobald sich Mehrheiten im Bundestag dafür ergeben, sofort auf Strick der Parteienfinanzierung drängen. Und der Papst hat übrigens noch was Kluges, also der sagt ja oft kluge Sachen, aber hier auch zur Frage von Krieg und Frieden etwas sehr Kluges gesagt, was man eigentlich diesen ganzen Siegpredigern, die jetzt seit einiger Zeit überall unterwegs sind, auf den Schreibtisch stellen sollte. Er hat nämlich gesagt, der Krieg ist immer und einzig eine Niederlage für alle. Die alleinigen Gewinner sind die Waffenhersteller und die Waffenhändler. Und genau so ist es. Krieg ist immer eine Niederlage. Und deswegen muss man alles dafür tun, dass diese verfluchten Kriege dieser Welt enden. Und sie werden nicht mit Waffen beendet, sondern sie werden nur beendet, wenn man endlich aufeinander zugeht, wenn man Kompromisse macht, wenn man verhandelt. Und dafür steht das BSW. Wir wollen, dass Kriege beendet werden und nicht, dass sie munitioniert werden.
genauso ist es doch auch in der Ukraine. In der Ukraine wird doch seit langem schon nicht mehr gesiegt, sondern es wird nur noch gestorben. Es wird auf furchtbare Weise gestorben, jeden Tag. Hunderte junger Männer an der Front von beiden Seiten. Es ist ein schrecklicher Krieg. Natürlich ist es ein verbrecherischer Krieg. Diesen Krieg zu beginnen war ein Verbrechen. Aber sich darüber allein zu empören, nützt ja nichts, wenn man nicht einen Weg aufzeigt, ihn zu beenden. Und wenn ich dann immer höre, ja, da wird doch unsere Freiheit verteidigt, unsere Demokratie wird in der Ukraine verteidigt. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Erinnert ihr euch noch, es wurde schon mal unsere Freiheit verteidigt, damals am Hindukusch. Ne, da wurde auch schon mal unsere Freiheit verteidigt. Da wurde auch viel gestorben. Und wir wissen. Ja, das sind die Lügen des Liberalismus, wenn Kriege gerechtfertigt werden müssen. Also es ist sehr interessant, wenn man sich alte Reden von Politikern schaut, wo früher Kriege gerechtfertigt wurden. Also schaut euch beispielsweise mal die Rede von Kaiser Wilhelm an, wo er den Kriegseintritt Deutschlands in den Ersten Weltkrieg rechtfertigt. Da sagt er zwei Sachen. Erstmal, der Feind erneidet uns die Erfolge unserer Arbeit. Ich habe ja einen Alert tatsächlich von Kaiser Wilhelm hier auch drin. Googelt diese Rede gerne mal. Und zum Zweiten, es geht um die Stellung Österreich-Ungarns als Großmacht. Also damals wurden Kriege tatsächlich noch pragmatisch politischen Motiven gerechtfertigt. Heute geht es immer gleich um die Demokratie, um die Freiheit. Und das ist ein Hindernis für Frieden. Also wenn man nämlich sagt, wir haben die richtigen Werte, der Feind, der hat sie nicht, dann ist das schon eine Entmenschlichung des Krieges. Also das ist sehr beunruhigend zu sehen, wie Kriege immer in so ein moralisches Gewand gehüllt werden müssen, womit der Feind automatisch moralisch abgewertet wird und ein Frieden unwahrscheinlicher gemacht wird. Also Hauke Ritz hat einmal gesagt, ich weiß, den Satz zitiere ich häufiger, aber ich finde ihn sehr schlau, wo heute über Werte geredet wird, da wird morgen geschossen. Und das sehen wir in der Ukraine. Da wurde auch schon 2014, als sich dort rechte Kräfte mit Unterstützung des Westens an die Macht geputscht haben. Auch da ging es damals schon um Demokratie gegen den demokratisch gewählten Präsidenten Janukowitsch. Bei der Antiterrororganisation in der Ostukraine, wo ein Bürgerkrieg begann, dann ging es um die Demokratie, um russischen Einfluss zurückzudrängen. Ja, und dann hatte die Ukraine 8 Jahre Bürgerkrieg und 2022 begann dann die russische Full-Scale-Invasion. Wie es ausgegangen ist, heute regieren die Taliban wieder in Kabul und waren am Ende des Krieges stärker als je zuvor. Und auch der Ukraine-Krieg, ich bin fest überzeugt, er hätte längst beendet werden können. Und das muss man ja noch nicht mal Putin glauben, der hat das übrigens auch gesagt. Auch in der amerikanischen Presse wurde gerade wieder berichtet, es hätte noch im Herbst, letzten Herbst, eine Offerte von Russland gegeben, einen Waffenstillstand zu machen. Das hätten die USA wieder abgelehnt. Aber nicht erst im letzten Herbst, auch schon direkt nach Beginn des Krieges, gab es ja Verhandlungen in Istanbul. Und da wird dann immer gesagt, ja, das ist ja Fake News, das sei gar noch nicht so weit gewesen mit dem Verhandeln und das sei doch gar nicht möglich gewesen, den Krieg zu beenden. Und dann kam eine Äußerung des ukrainischen Chefunterhändlers, rechte Hand von Selenskyj, Vorsitzender der Selenskyj-Partei, der Fraktion der Selenskyj-Partei im Kiewer Parlament. Und der Mann war damals Chefunterhändler in Istanbul. Und ich meine, dass der Selenskyj-Mann allen Ernstes ein Putin-Troll ist, würde, glaube ich, niemand ernsthaft behaupten. Aber dieser Selenskyj-Mann hat gesagt, bezogen auf die Verhandlungen damals in Istanbul, dass die Russen wirklich fast bis zum letzten Moment gehofft hatten, dass sie uns zwingen könnten, ein solches Abkommen zu unterzeichnen, damit die Ukraine die Neutralität annimmt. Das war das Wichtigste für sie. Die Russen waren bereit, den Krieg zu beenden, wenn wir, also die Ukraine, der Neutralität zugestimmt und uns verpflichtet hätten, der NATO nicht beizutreten. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der ukrainische Chefunterhändler sagt, der Krieg hätte beendet werden können, wenn wir der NATO nicht länger beitreten wollen. Also das heißt, in der Ukraine wird auch deshalb... Ihr hört und seht es vielleicht gerade, hier kommen ziemlich viele Follower rein. Das von Wagenknecht kommentiere ich gleich. Das ist auch sehr interessant, was sie da über Friedensverhandlungen in Istanbul gesagt hat. Aber könnte es sein, dass das Bots sind? Also bekommt diese ganzen... Vielleicht muss ich mal die Folgenfunktion ausstellen. Das ist nicht gut, wenn hier
Es folgen gerade sehr viel. Ich halte mal die Alerts aus. Nein, die Alerts sind nicht das Problem. Wo kommen diese ganzen Accounts her? Das ist meine Frage. Also, was ist das? Ich muss mal gucken, wie ich das mache jetzt. Ja, aber ich kann auch die Alerts ausschalten, so ist es nicht, aber das ist schon sehr interessant, so. Okay, ich habe sie doch gerade ausgeschaltet. Na, aber wisst ihr, wo diese ganzen Accounts herkommen? Also, ich finde das sehr seltsam. Wahrscheinlich Bots in Zukunft, die und die oder im. Ja, ich schalte die Alerts ja schon aus. So. Jetzt sind die Alerts ausgeschaltet, aber hallo? Jetzt sind die Alerts ausgeschaltet, habe ich gesagt. Was ist denn jetzt passiert? Wieso hört man das noch? Aber wo kommen diese Bots her und wie wird man die wieder los? Ja, natürlich sind das. Also wie wird man die wieder los? Das ist. Also, alles gut, wir reagieren jetzt Wir reagieren jetzt gleich weiter. Wartet kurz. So. Ich hoffe, dass die jemand entfernen wird. So, jetzt sind sie entfernt. Schauen wir weiter. Schon nicht für die Freiheit und für die Demokratie gestorben. In der Ukraine wird für die NATO gestorben. Was ist das für ein Verbrechen? Das darf doch nicht so weitergehen. Und jetzt haben wir also die Debatte über die nächste Lieferung, den nächsten Gamechanger, Taurus-Raketen. Und da ist ja, die Grünen sind dafür, die FDP ist dafür, Herr Merz hat letztens auch nochmal im Bundestag dafür geworben. Und Roderich Kiesewetter, das ist ja auch so ein Held, ne? Wilder Mann, also auch noch einer von der Sorte. Roderich Kiesewetter hat jetzt also, Klaus hat es schon kurz angesprochen, ja nun mal nochmal so richtig in Offenheit gesagt, was die Lieferung von Taurus bedeuten würde. Also eigentlich kann man ihm fast dankbar sein. Er hat es nämlich offen ausgesprochen. Ja, er hat gesagt, wir sollten den Krieg nach Russland tragen. Und man kann nur befürchten, dass das Ziel des Westens ist. Also Kiesewetter, ihr kennt ihn wahrscheinlich alle, CDU-Politiker, ist auch, ich glaube, Generaloberst oder Oberst bei der Bundeswehr, ist Mitglied in der Trilateralen Kommission, also eine mächtige Figur, die auch in der zukünftigen Merz-Regierung eine wichtige Rolle spielen wird. Er hat gesagt und hat das ja auch noch mit einer Forderung untersetzt, wir müssen den Krieg nach Russland tragen. Indem man eben die Taurus liefert und damit die Ukraine in die Lage versetzt, mit deutschen Waffen Ministerien in Moskau oder aber Militäreinrichtungen in Russland anzugreifen. Wir müssen den Krieg nach Russland tragen. Hat der Mann wirklich vergessen, wie es zweimal ausgegangen ist, als Deutschland schon mal den Krieg nach Russland getragen hat?
Ich halte das wirklich, also mir ist es eiskalt den Rücken runtergelaufen, als ich das gehört habe. Wer den Krieg nach Russland tragen will mit deutschen Waffen, der trägt den Krieg nach Deutschland. Und dagegen müssen wir aufstehen und uns wehren. Das darf nicht so weitergehen. Das ist wirklich ein Verbrechen. Und ehrlich gesagt, ich hätte mal einen Vorschlag zur Güte. Also da einige offenbar in der Politik jetzt völlig geistig nur noch so gepolt sind, dass sie auf Militär und Krieg und Waffen und so weiter furchtbar aufgepeilt sind. Ja, da würde ich mal sagen, wir machen ein Ehrenbataillon. Ja? Statt also die Welt mit Waffen zu beliefern, stellen wir ein Bataillon zusammen von den Politikern, die unbedingt Krieg machen wollen. Da kommt dann Herr Hofreiter rein und Frau Strack-Zimmermann und Roderich Kiesewetter, der führt das an. Und dieses Ehrenbataillon, das exportieren wir in alle Welt. Wir stellen allen Kriegen dieser Welt dieses tolle Ehrenbataillon zur Verfügung. Da können sie sich austoben. Aber Waffen kriegen diese Kriege nicht mehr von uns. Das wäre doch ein Deal. Herr Hofreiter, in die verschiedenen Regionen dieser Welt, da können sie sich austoben. Aber bitte keine deutschen Waffen mehr und bitte keine Außenpolitik mehr, die auf Konflikteskalation setzt, sondern eine Friedenspolitik. Deutschland soll wieder ein Standort für Friedenspolitik und Entspannung sein. Das war die Bundesrepublik mal, eine Außenpolitik der Zurückhaltung. Das war Willy Brandt, Entspannung, neue Ostpolitik. Das brauchen wir wieder und nicht Diskussionen über neue Atombomben und Aufrüstung. Was ist das für ein Wahnsinn, was wir da haben? Ja, das wird von der Bundesregierung vertreten, von der CDU auch, und es wird von großen, vom Staat und von reichen Thinktanks, Einzelpersonen finanzierten Thinktanks durchgeplant. Also die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik hatte ja im letzten November schon so ein Denkpapier rausgegeben, wo sie forderte, dass wir auf einen Krieg mit Russland in 6 bis 10 Jahren vorbereitet sein müssen. Und der Verteidigungsminister hat dann gesagt, wir müssten kriegstüchtig werden. Dann davon gesprochen, dass wir auf den Krieg in 4 bis 8 Jahren vorbereitet sein müssten. ZDF habe ich jetzt einen neuen Bericht gesehen, wovon 2 Jahren die Rede war. Also die Kriegstreiberei, die wird immer irrer. Jetzt hat Roderich Kiesewetter gesagt, dass wir den Krieg nach Russland tragen müssten durch die Lieferung von Taurus-Raketen. Also wir segeln hier düsteren Zeiten entgegen, wenn das so weitergeht. Nicht alles, was wir an Kriegsgerät exportieren, scheint so ganz schlimmen Schaden anzurichten. Das mag noch ein Trost sein. Zum Beispiel wurde vor kurzem berichtet, Herr Pistorius, also unser kriegstüchtiger Verteidigungsminister, der hat ja eine Fabrik, eine Reparaturwerkstatt in, glaube ich, Litauen. Ja, in Litauen eine Werkstatt besucht für deutsche Panzer, also die da aus der Ukraine zurückkommen. Und das wurde auch im Spiegel berichtet, wie er also dort dann diese Werkstatt besucht hat, also Leopardpanzer vor allem, die dann dort repariert werden sollten. Und Herr Pistorius war wohl irgendwie sehr irritiert, auch alle anderen, die da mit waren, dass die meisten Panzer, die da standen, überhaupt keine Gefechtsschäden aufwiesen. Und weil normalerweise würde man ja denken, klar, die waren im Krieg, dann sind sie zerbeult, dann werden sie repariert. Die sahen aber alle aus wie neu. Und dann hätte wohl Herr Pistorius erklärt bekommen, naja, ja, also so richtig mit dem Gefecht hat es wohl nicht geklappt, sondern die hatten alle irgendwelche Schäden an der Elektronik und am Getriebe und deswegen seien sie halt da in dieser Werkstatt. Nun kann man ja sagen, es spricht ja für ein Land, wenn es immerhin noch kriegsuntüchtige Panzer produziert. Aber verdammt nochmal, haben wir nichts Besseres zu tun mit den vielen Milliarden, die wir dafür ausgeben. Auch deswegen schon sind doch diese Waffenlieferungen der pure Wahnsinn. Wir brauchen doch das Geld hier im Land für gute Renten, für gute Gesundheitsversorgung, für eine ordentliche Infrastruktur. Dafür brauchen wir es doch und nicht immer mehr Geld für diese verdammte militärische Hochrüstung und für die Waffenlieferungen. Absolut. Durch die Schuldenbremse wird an jeder Stelle gespart. Nur beim Rüstungsetat sollen die Ausgaben weiter steigen. Das SIPRI-Institut hatte vermeldet, dass 2023 Europa die Region war, wo die Rüstungsausgaben am stärksten gestiegen sind, und zwar um 13%. Das sind besorgniserregende Entwicklungen.
Und das ist ja teilweise wirklich irre. Das ist ja teilweise irre. Jetzt wird ja wirklich diskutiert, dass wir die Schuldenbremse dafür aufheben, dass wir jetzt noch mehr Waffen in die Ukraine schicken. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also da ist mir noch mal eingefallen, was die letzte PISA-Studie ergeben hat. Nur mal ein Problembereich. Also, dass die Schüler in Deutschland in der Schule nicht mehr richtig lesen, rechnen und schreiben lernen. In einem Land, wo allseits über Fachkräftemangel geklagt wird. Ich frage mich auch immer, warum diese zwei Debatten eigentlich nie zusammengeführt werden. Ne? Fachkräftemangel, man hat immer das Gefühl, das ist so ein vom Himmel gefallenes Problem. Wir haben Fachkräftemangel, dass wir müssen ja viele Fachkräfte nach Deutschland holen. Und dann gibt's am nächsten Tag eine Schlagzeile, ja, also Schulabbrecher in Deutschland, Rekordniveau. Ich glaube, wir sind gerade mal noch von Rumänien überholt. Ansonsten sind wir da wirklich ganz oben. Die Leistungen in der Schule, da sind wir Schlusslicht. Aber das passt irgendwie nie zusammen. Und dann in einer Situation, wo wir nicht, offenbar nicht genug Geld haben, um Schulgebäude in einen ordentlichen Zustand zu versetzen, um genug Lehrer einzustellen, um irgendwie auch vielleicht diese Folgen, die ja auch aus der Corona-Zeit teilweise noch kommen, dass die vielen Schüler eben anderthalb Jahre draußen waren und nicht richtig lernen konnten, um das auszugleichen. Um auch Deutschdefizite auszugleichen. Das ist ja der zweite Teil der Wahrheit, den man schon auch aussprechen muss. Es gibt natürlich gerade in den Schulen, wo die Menschen in den Vierteln, wo nicht gerade die Reichen leben, gibt es sehr viele Schülerinnen und Schüler, die einfach in der ersten Klasse kein Wort Deutsch können. Das heißt, auch dafür müssten gerade diese Schulen besonders begünstigt werden. Es müssten besonders viele Lehrer hingegeben werden. Nein, da hat man kein Geld. Und dadurch, dass man sagt, na, das machen ja die Länder, ist ja der Bund auch fein raus. Aber man hat dafür kein Geld, weil man hat ja die Schuldenbremse. Und aber wenn es jetzt darum geht, Waffen zu liefern, da kommen diese verrückten Politiker auf die Idee, dafür, da kann man doch die Schuldenbremse aufheben. Also ich glaube, in Zukunft ist deren Plan, lernen die Schüler am besten gleich in der Schule nur noch Handgranaten zu basteln. Da brauchen sie nicht mehr rechnen und nicht mehr lesen und nicht mehr schreiben. Was wollen die aus unserem Land machen? Mein Gott, unsere Stärken, das ist doch unsere Menschen, die wir bilden. Und da höre ich immer eine Riesendebatte über künstliche Intelligenz. Wir sollten endlich Geld in die natürliche Intelligenz unserer Kinder investieren. Dafür brauchen wir das und nicht für Rüstung. Absolut. Also hier sieht man auch wieder, wo die stärkste Lobby sitzt, beziehungsweise wo die stärkeren Interessen sitzen. Also wenn mehr Geld für Bildung ausgegeben soll, wenn eine strategische Industriepolitik gemacht werden soll, wenn Geld in Industrie gesteckt werden soll, dann gilt die Schuldenbremse, dann muss der Staat auf jeden Fall seine Investitionen kürzen. Wenn mehr Geld in die Rente gesteckt werden soll, dann gilt erst recht die Schuldenbremse, die Interessen von Rentnern, die Interessen vom Mittelstand, ja selbst die Interessen der Industrie sind nicht wichtig genug, um die Schuldenbremse aufzubrechen. Ein großer Sieg der Neoliberalen, die damals in unsere Verfassung reingeschrieben haben, eine Regel, die nicht in unsere Verfassung gehört, da sie das Haushaltsrecht des Bundestages angreift und ihm verbietet, eine vernünftige Finanzpolitik zu machen. Aber sobald die Interessen der Rüstungslobby bzw. die Interessen unseres amerikanischen Hegemons irgendwie von der Schuldenbremse tangiert werden, dann kann sie ohne Probleme ausgesetzt oder sogar aufgehoben werden. Das haben wir ja beim Sondervermögen für die Bundeswehr gesehen, das in unsere Verfassung reingeschrieben wurde. Und jetzt gibt es schon erste Politiker, die eine Aufhebung der Schuldenbremse fordern, nur um noch mehr Geld für Aufrüstung verpulvern zu können. Aber dann kommt natürlich das Totschlagargument. Wenn wir das nicht machen, wenn wir jetzt nicht hochrüsten, wenn wir nicht die Ukraine immer mehr mit Waffen versorgen, dann steht der Putin, dann steht der Russe vor der Tür. Das scheint ja so eine Urangst zu sein in Deutschland. Der Russe steht vor der Tür. Also die Älteren werden sich erinnern, in den 50er Jahren stand der auch immer vor der Tür. Nun war er da auch noch relativ nah, war er sozusagen, dann kann man ja sagen, die ersten Anlagen vielleicht in Thüringen, da war noch ein bisschen vor der Tür. Aber jetzt ist er ja doch deutlich weiter weg. Aber nein, die Debatte in Deutschland ist schon wieder, der Russe steht vor der Tür. Ich frage mich, für wie blöd halten die uns eigentlich? Eine Armee, die nicht in der Lage war, und das hat er ja leider wirklich versucht, die nicht in der Lage... Russland würde sich auch in keinen direkten Krieg mit der NATO wagen. Also der Grund, warum die Ukraine angegriffen wurde, war ja, dass die NATO versucht hat, sie in ihren Einfluss zu ziehen. Und das wollte Russland eben verhindern. Aber die Länder, die schon in der NATO sind, die sind mehr oder weniger verloren.
Lage war, Kiew einzunehmen. Also dass die demnächst fähig sein sollte, Berlin zu erobern oder gar hier im schönen Bayern einzumarschieren. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Und ich finde auch da, das ist eine Beleidigung unserer Intelligenz. Wir müssen runter von dieser Debatte. Wir können Frieden nicht durch immer mehr Hochrüstung und immer mehr Abschreckung wirklich in Gang setzen. Das ist doch der pure Wahnsinn. Jeder weiß, einen Krieg, zumal einen Krieg mit einer Atommacht, den würde niemand überleben. Da gilt wieder das, was der Papst gesagt hat. Da haben alle verloren, und zwar dann wirklich in einer ganz dramatischen Art und Weise, weil dann ist unser Kontinent unbewohnbar. Und deswegen müssen wir alles dafür tun, wieder auf bessere Beziehungen und auf auch wieder Verträge, auf Vertrauensbildung zu setzen. Wir haben doch gar keine andere Chance. Wir leben in einer Welt, wo die Menschheit sich vernichten kann. Und in einer solchen Welt darf man nicht Kriegsspiele sich im Kopf ausdenken, sondern muss alles daran setzen, dass Krieg nie wieder eine Möglichkeit wird hier in Europa und dass der Krieg, der tobt, beendet wird, ganz schnell beendet wird, ehe er es eskaliert. Aber das Erstaunliche ist auch, dass offenbar die anderen europäischen Länder gar nicht so viel Angst davor haben, dass der Russe vor der Tür steht. Also es ist auch irgendwie bemerkenswert. Ich habe mir das letztens mal angeguckt, ich wollte es erst gar nicht glauben. Wir geben tatsächlich 30 Mal so viel für Waffenlieferung an die Ukraine aus, wie die Franzosen das machen. 30. Ja, auch andere europäische Länder fahren ähnlich katastrophale Außenpolitik wie Deutschland. Aber das an Irrsinnigkeit, was die deutsche Außenpolitik erreicht hat, das ist halt schwer einzuholen. So könnte man das, glaube ich, einordnen. Also, dass sich Frankreich überhaupt an diesen Waffenlieferungen beteiligt, ist gegen französische Interessen. Auch in französischem Interesse wäre ein schneller Frieden mit Russland und wieder günstige Energielieferungen zu bekommen. Aber die Bundesregierung, die zapft wirklich aus dem Vollen. Wie gesagt, es wird darüber diskutiert, dass die Schuldenbremse aufgehoben werden soll. Es geht hier also um hunderte Milliarden Euro, die noch zusätzlich in Aufrüstung gesteckt werden sollen. Nicht mal so viel. Das sind irre Summen, was wir da schon verpulvert haben. Und mehr als 20 Mal so viel wie die Italiener. Und selbst die Briten geben nicht so viel Geld dafür aus. Wir machen hier wirklich nach den USA den allergrößten Teil des Militärbudgets. Also offenbar woanders in den europäischen Hauptstädten hat man davor nicht so viel Angst. Und mir wurde ja wirklich mal unterstellt, oder es wurde sich ja empört, dass ich gesagt hatte, wir haben die dümmste Regierung in Europa. Aber ich glaube, inzwischen muss man das sogar noch eigentlich ergänzen. Wir haben auch die gefährlichste Regierung in Europa. Und auch das ist etwas, was so nicht weitergehen darf. Und jetzt habe ich gelesen, also jetzt war ja Olaf Scholz war ja mal wieder in Washington. Das sind ja auch immer so denkwürdige Ereignisse. Und dann stand in einer Zeitung 105 kostbare Minuten, die Scholz bei Biden verbracht hat. Da habe ich mir gedacht, kostbar, vielleicht eher kostspielig. Weil ich fürchte, er hat da wieder den nächsten Waffencheck in Auftrag gekriegt. Wenn die USA nicht mehr so viel Geld überweisen wollen, dann soll ja Deutschland einspringen. Und ich habe mich auch erinnert, so diese Gespräche mit Biden, die sind für Scholz irgendwie nie so richtig gut ausgegangen. Also ich weiß nicht, wie weit ihr euch noch erinnert. Es gab doch ein Treffen Biden-Scholz, danach eine Pressekonferenz, kurz bevor der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, also von den Russen von Zaun gebrochen wurde, kurz vorher. Und da stand Scholz wie so ein begossener Pudel neben Biden. Und Biden hat gesagt, ja, also da ging es um Nord Stream. Und dann hat Biden gesagt, naja, also wir wissen schon Wege, wie wir das beenden können. Und Scholz guckte da so ein bisschen doof. Und dann hat man zunächst... We will bring it to an end. Das hat Biden gesagt. I promise you, we will bring it to an end. Nachdem eine Reporterin ihn gefragt hatte, dass Biden sich so sicher sei, dass Nord Stream 2 auf jeden Fall nicht in Betrieb gehen würde, denn Deutschland sei ja schließlich ein souveränes Land. Das war Bidens Antwort darauf. Also viel mehr muss man dazu, finde ich, nicht wissen. Wer hier der Souverän ist. Ein halbes Jahr nichts davon gehört.
Naja, und dann knallte das Ding in die Luft. Aber irgendwie hat man bis heute nicht rausgefunden, wer das denn gewesen sein könnte. Na, ich sag mal, wem nützt es? Diese alte schöne Frage, die ist nicht ganz von der Zeit, aus der Zeit gefallen. Aber auch das kann doch nicht wahr sein, dass die sich alles bieten lassen. Wir sind doch ein eigenständiges Land. Wir haben doch eine Regierung, die ist gewählt worden von der Bevölkerung. Dann soll sie doch bitteschön auch die Interessen unseres Landes mal vertreten und sich da nicht irgendwas ins Stammbuch schreiben lassen, was sie dann nur als Erfüllungsgehilfe umsetzt. Wir brauchen doch eine Politik für unsere Bevölkerung. Und das, finde ich, kann man nun wirklich von dieser Regierung erwarten. Und wenn sie das nicht packt, dann brauchen wir eben eine neue. Ja, das Problem ist, dass nur alle 4 Jahre gewählt wird. Also man könnte ja über wichtige Fragen, beispielsweise wie eine Ermittlungskommission zu Nord Stream besetzt sein sollte, auch entscheiden lassen. Also könnte man ja eine Volksabstimmung darüber machen, wo die Opposition einen gewissen Vorschlag darüber hat, wie so eine Ermittlungsgruppe aussehen sollte und in welche Richtung sie ermitteln sollte, was Nord Stream angeht. Und dann könnte man die per Volksabstimmung ansetzen. Das wäre eventuell noch ein zusätzliches Mittel oder was Gaslieferungen aus Russland allgemein angeht. Also ob wir die jetzt zulassen sollen oder ob wir die verweigern sollen. Also auch darüber könnte man Volksabstimmungen durchführen. Also es wäre ein zusätzliches Element, was man auf jeden Fall einführen sollte, damit unfähige Regierungen nicht allzu viel Schaden anrichten. Aber klar, wenn das immer so schlecht ausgeht für Scholz, fragt man sich natürlich auch, warum fährt er eigentlich immer wieder dahin? Also warum fährt er eigentlich immer wieder nach Washington? Und dann dachte ich mir, naja, es gibt ja so ein psychologisches Moment, dass andere Menschen, die ähnliche Probleme haben wie man selbst, irgendwie mögen. Und nun ist ja legendär, Herr Scholz, also ja, das Gedächtnis ist nicht das Beste. Ja, also, wenn er da einen Cum-Ex-Banker trifft, alles vergessen. Wenn er einen Herrn Benko trifft, Elbtower, Stichwort, ne, viel öffentliches Geld geflossen, alles vergessen. Ja, und dann wissen wir ja von beiden, der verwechselt auch das eine oder andere. Vielleicht ist es bei beiden entschuldbar. Er ist ja ein bisschen älter, aber vor kurzem. Ja, wer war noch mal der französische Präsident? Ah ja, Mitterrand. Nee, der ist doch schon tot. Ne? Und er hat ja auch schon mal Helmut Kohl und Angela Merkel verwechselt. Und da dachte ich mir, na, vielleicht hofft Olaf Scholz, dass er Olaf Scholz mal mit Helmut Schmidt oder Willy Brandt verwechselt. Aber nee, ich glaube, der Unterschied war zu groß. Es ist leider nicht passiert. Aber das ist natürlich nicht nur... Ich muss euch mal was zeigen zu Joe Biden. Das ist wirklich so witzig. America is a nation that can be defined in a single word. I was in the foothills of the Himalayas with Xi Jinping, traveling with him. I guess we traveled 17,000 miles when I was vice president. I don't know that for a fact. And America is a nation that can be defined in a single word. I was in the Ich will mich wieder ansehen. Also nichts gegen Joe Biden. Man muss es ihm lassen, der Mann ist zumindest witzig. Naja. Olaf Scholz kann sich ja leider nur, also Olaf Scholz haben wir ja leider nicht so eine bizarren Auftritte, der kann sich nur vor Untersuchungsausschüssen nicht mehr an Dinge erinnern, die strafrechtlich relevant sind. Beispielsweise an seine Beteiligung im größten Steuerraub der deutschen Geschichte. Frage der Außenpolitik. Also man muss ja wirklich sagen, auch bei dem, was sie im Land machen und was sie da anrichten, es ist ja so blamabel. Also man schämt sich ja irgendwie schon für diese Performance. Also und zwar quer durch alle Ressorts, muss man sagen. Also Herr Lauterbach ist ja schon angesprochen worden. Ich glaube, weiß nicht, vermissen Sie den? Der war ja mal ganz in jeder Talkshow. Jetzt ist er irgendwie, es ist ja still um ihn geworden. Aber keine Sorge, der Mann ist leider immer noch im Amt. Und er hat immer noch viel Unheil anzurichten, was er ausgiebig ausnutzt. Also in Deutschland, ne? Wir haben immer mehr Krankenhäuser, die sind insolvenzgefährdet oder machen Insolvenz.
Wir haben auch auf dem Land vor allem immer mehr Arztpraxen, die müssen schließen. Das heißt, da wird die Flächenversorgung gefährdet. Ich kenne das von meiner Heimat im Saarland. Ich denke, hier gibt es ähnliche Probleme. Da macht dann mal eben die Geburtsklinik zu. Weil die Frau kann ja dann ein Stück weiterfahren, ne? Ist ja kein Problem, Kind wartet. Also das sind ja wirklich Dinge, wo man sich fragt, wieso ist da kein Handlungsbedarf? Das sind doch drängende Probleme. Oder eben auch Kassenpatienten. Monate wartet man auf einen Facharzttermin. Und das kann lebensgefährdend sein. Das ist ja nicht eine Frage, weil man einfach keine Lust hat oder einfach mal ein bisschen geduldig sein muss. Nein, das ist ja ganz existenziell. Und das Interessante ist, und ich finde, da wird's kriminell, man könnte ja denken, gut, so wie bei der Bildung, es ist einfach zu wenig Geld im Gesundheitssystem. Wir haben ja auch einen akuten Pflegemangel, ne, in Krankenhäusern, immer wenn man mal jemanden dort besucht oder leider Gottes, wenn man doch selber mal hin muss, man merkt das, die sind überlastet. Ich habe wirklich also alle... Wir könnten 300.000 bis 600.000 Vollzeitäquivalente an Pflegestellen mehr haben. Also 300.000 bis 600.000 Pflegestellen mehr haben, wenn die Löhne steigen würden oder die Arbeitsbedingungen sich verbessern würden. Viele Pfleger, die diesen Job aufgegeben haben, beziehungsweise die aktuell nur in Teilzeit arbeiten, wären bereit, länger zu arbeiten oder zurück in diesen Job zu kehren, wenn die Arbeitsbedingungen sich verbessern oder die Löhne steigen würden. Größten Respekt vor den Menschen, die dort arbeiten, weil das ist ja der pure Wahnsinn, welche Verantwortung sie tragen. Und wenn man dann noch ständig in einer Überlastungssituation ist, verstehe ich, dass viele Pflegerinnen und Pfleger irgendwann einfach sagen, ich halte es nicht mehr aus. Und dann gehen sie. Wir haben ja viel mehr ausgebildete Pfleger in Deutschland, als jetzt in den Krankenhäusern sind. Also völlige Überlastung. Und da könnte man ja denken, naja gut, muss wahrscheinlich mehr Geld zur Verfügung gestellt werden. Ist ja in vielen Fragen tatsächlich auch eine sinnvolle Lösung. Im Gesundheitssystem gar nicht. Da ist Geld im System und zwar mehr als genug. Wir haben das zweitteuerste Gesundheitssystem der Welt, gemessen an unserer Wirtschaftsleistung. Das zweiteuerste. Und das ist tatsächlich eine besondere Leistung, an der Herr Lauterbach großen Anteil hat. Wir haben nämlich den Krankenhäusern so bescheuerte Anreize gegeben, dass es besonders teuer geworden ist und trotzdem die Leistungen in der Grundversorgung... Ja, bei meiner Oma werden im Altersheim 1.000 Euro geboten für denjenigen, der neue Pfleger ranschafft. So verzweifelt sind die. Ja, ja. Und wir haben ja eigentlich sehr viele fertig ausgebildete Pflegekräfte, die, nachdem sie diesen Job ergriffen haben, dann ihn wieder gewechselt haben. Also die, die keine Lust mehr hatten, diese Stelle weiter auszuüben, weil die Bedingungen halt so katastrophal sind. Und für den normalen Kassenpatienten sich in vielen Bereichen rapide verschlechtert haben. Und das ist genau das, was das System der Fallpauschalen angerichtet hat. Wir trimmen den Krankenhäusern ein, fragt nicht danach, was der Kranke braucht. Das kann nämlich vielleicht ganz preiswert sein, zum Beispiel eine Physiotherapie, sondern fragt danach, wie kann ich mit jedem Kranken das meiste Geld verdienen? Und so ein Gesundheitssystem ist natürlich wahnsinnig teuer. Aber das ist doch krank, dass Krankenhäuser Rendite erwirtschaften müssen. Das ist doch eine völlige Fehlentwicklung. Und das geht immer weiter. Das geht jetzt auch in die Arztpraxen. Es gibt immer mehr Arztpraxen, die sind dann von solchen sogenannten Beteiligungsgesellschaften übernommen worden. Ich habe letztens mit einem Arzt gesprochen, der hat mir gesagt, er ist nur noch damit beschäftigt, irgendwelches Zeug auszufüllen und er kriegt ständig Druck, dass er seine Apparate möglichst überstrapazieren soll und immer mehr Kranke dadurch, also das ist dann MRT und alles, und muss er jeden da durchziehen, ob er es braucht oder nicht, damit er also die Renditeerwartung dieser Beteiligungsgesellschaften erfüllt. Und bei den Krankenhäusern ist es ja ähnlich, wo dann irgendwelche privaten Krankenhäuser, da übrigens auch, wir haben einen Europakandidaten, das ist ein wirklich anerkannter Neurochirurg, der der hat seltene Krankheiten operiert, sogar aus ganz Europa kommen die Patienten hin, der ist geflohen, der war in einem privaten Krankenhaus und er hat gesagt, das ist nicht auszuhalten, was er als Arzt dort an Druck hat und deswegen auch genauso wie Fritz Birner, auch er, Professor Warnke heißt er, diese Leute müssen auch ins EU-Parlament, aber diese Leute müssen vor allen Dingen auch in die Öffentlichkeit, weil das ist auch etwas, worum es uns geht, Menschen, die in diesen Bereichen Erfahrungen haben, dass die eine laute Stimme bekommen und dass sie wirklich diesen Politikern in Berlin entgegenschreien können, das, was ihr macht, das ist
ist wirklich das allerletzte, weil es ist teuer und es ist trotzdem schlecht für die Kranken. Wir brauchen ein anderes Gesundheitssystem und wir brauchen ein besseres Gesundheitssystem. Ja, unser letzter Gesundheitsminister Jens Spahn, der hatte ja Erfahrung als Pharmalobbyist. Also, man kann nicht sagen, dass die Politiker in diesen Positionen keine Erfahrung haben. Sie haben nur, glaube ich, die falschen Erfahrungen gemacht. Also deswegen finde ich es auch gut, dass das BSW so unterschiedliche Kandidaten zu unterschiedlichen Hintergründen dazu bekommen hat, fürs EU-Parlament zu kandidieren. Also daran sieht man auch, dass das keine Linke 2.0 ist. Also da sind zwar viele Politiker aus der Linken, aber viele, die unzufrieden waren und dann auch noch sehr viele von außen. Und es gilt ja auch für andere Bereiche. Also kennen Sie zum Beispiel einen Minister, der heißt Volker Wissing. Nicht ganz so berühmt wie Lauterbach, gibt auch wenig Grund dafür. Der ist zuständig für Daten und Verkehr. Das ist übrigens ein Ministerium, das wollte die CSU mal, bevor sie abgewählt wurde, Zukunftsministerium nennen. Die Ampel hat das glücklicherweise hat davon Abstand genommen. Und ich glaube, dafür gibt es gute Gründe, weil sie wollten uns wahrscheinlich nicht auf dem Silbertablett servieren, dass die Zukunft Deutschlands in maroden Brücken, löchrigen Funknetzen, schlechter Glasfaserausstattung und kaputten Straßen besteht. Und deswegen hat sie also gesagt, nein, nein, also Zukunftsministerium nicht. Aber verbessert hat sich nichts. Und auch da, warum sind denn andere europäische Länder so viel besser? Wieso haben wir bei den Glasfasernetzen eine Abdeckung von 23%? Frankreich hat 75%. Spanien hat 80. Ja, na klar, weil bei uns wieder mal auch alles auf Markt und auf Privat und auf Rendite getrimmt wurde und weil es dadurch eben sehr teuer, aber auch sehr ineffizient wird. Das gilt ja auch für andere Bereiche. Nehmen wir die Stromnetze zum Beispiel. Das ist auch so ein großartiger Akt gewesen. Dafür ist allerdings noch die gute Frau Merkel zuständig gewesen, die Stromnetze. Also der Strom ist ja legendär teuer in Deutschland, das weiß man, hat viele Gründe, aber ein Grund auch, weil die Netzentgelte so hoch sind. Und warum sind die Netzentgelte so hoch? Weil man die Stromnetze privatisiert hat. Privat ist ja immer der Bessere. So, und in dem Falle wurden sie privatisiert. An wen? Ja, an 4 Netzbetreiber. Einer davon ist ein niederländischer Staatskonzern. Also der untersteht direkt dem Finanzministerium in den Niederlanden. Und immer wenn der Dividenden ausschüttet, freut sich die niederländische Regierung, weil sie dann Einnahmen hat. Das ist also die Privatisierung aller Deutschland. Also der deutsche Staat kann es nicht, also privatisiert er an einen niederländischen Staatskonzern. Und der macht richtig schön Gewinn. Man hat ihm nämlich jetzt sogar noch für dieses Jahr eine Erhöhung der Eigenkapitalrendite, also das ist das, was garantiert wird, auf 7% zugesagt. Das war Habecks Kumpel Müller von der Bundesnetzagentur. 7% Eigenkapitalrendite bei den Stromnetzen. Also Sie wundern sich. Ja, bei Staatsanleihen kriegt man risikolos so um die 4%. 7%, das ist ordentlich. Sich jetzt nicht mehr über ihre Netzentgelte. Aber vielleicht auch da sollte man mal sagen, wir brauchen hier eine andere Politik. Das ist doch der größte Schwachsinn, dass die Menschen mit extrem hohen Strompreisen gequält werden, dass Unternehmen mit extrem hohen Strompreisen gequält werden und auf der anderen Seite sprudeln da die Dividenden und die fließen nicht nur an Aktionäre, sondern eben sogar an europäische benachbarte Staaten. Also und dann werde ich kritisiert, wenn ich sage, dümmste Regierung in Europa. Also bitteschön. Aber weil ich bei Energie einmal bin, also Klaus hat ja kurz was dazu gesagt, ich finde das wirklich unglaublich, was wir für eine Energiepolitik machen. Und zwar nicht nur wegen den Stromnetzen. Also wir haben ja jetzt unsere Gasversorgung umgestellt, ne, weil wir müssen ja unsere Abhängigkeit vom russischen Staat und vom russischen Gas, das mussten wir ja unbedingt überwinden, weil wir sind ja so moralisch. Ich meine, Putin kümmert das überhaupt nicht. Also es gibt so viele Länder, die sich freuen, wenn sie russisches Öl und russisches Gas preiswert bekommen. Das sind ja zum Beispiel Indien und das ist auch China und das sind auch viele, viele andere Länder. Die machen große Gewinne damit, die Russen. Aber hier wird es teuer. Und bei dem Stichwort Abhängigkeit vom russischen Gas, da habe ich kürzlich, bin ich über eine Zahl gestolpert. Österreich ist ja schon ein paar Mal erwähnt worden. Wisst ihr, wie hoch der Anteil russischer Gaslieferungen in Österreich im Jahr 2023 gewesen ist? Im letzten Jahr, 2023, 98%.
Österreich hat im letzten Jahr 98% seines Gases aus Russland bezogen. Und uns erzählt man, wir hatten früher eine Quote von 55% im höchsten. Also die Hälfte unseres Gases kam aus Russland. Wir hatten ja schon andere Quellen. Das ist auch sicher sinnvoll. Man sollte schon verschiedene Zulieferer haben, ja. Aber wir hatten 55. Es gibt einfach aus geografischen Gründen eine große Abhängigkeit oder man könnte auch sagen Interdependenz mit Russland. Also Russland hat nun mal das Gas geografisch am günstigsten gelegen. Es ist halt schwieriger, Gas von der arabischen Halbinsel oder von ganz anderen Kontinenten hierher zu transportieren. Erst recht, wenn es als LNG hierher kommt. Also dann lohnt sich das schlicht und ergreifend nicht. Dann ist das viel teurer. Dann kann man die energieintensive Industrie, die wir haben, in der Form nicht mehr aufrechterhalten. Deswegen ist es völlig selbstverständlich, dass Russland einen so großen Anteil daran hat. Weil Großbritannien, die Niederlande und Norwegen es alleine eben nicht können, die europäische Gasversorgung sicherzustellen. 50%. Und da erzählen uns diese Habecks und Baerbocks, das würde uns an eine solche Abhängigkeit von Putin bringen, dass wir jetzt unbedingt andere Quellen auftun müssen und deswegen müssen wir uns davon losmachen. Was ist das für ein Irrsinn? Das Einzige, was wir erreicht haben, ist, dass die Gaspreise explodiert sind und dass wir in Zukunft gar keine wirklich sicheren Versorgungswege haben. Das kommt ja auch noch dazu. Wir haben nämlich keine langfristigen Verträge woanders. Also jeder Unternehmer, der halbwegs verantwortungsvoll ist, selbst wenn er sich von einem unerfreulichen Lieferanten trennen will, der wartet, bis er einen neuen hat und dann trennt er sich. Und er guckt auch, ob der neue wenigstens nicht wesentlich teurer ist als der andere. Dann kann man das machen, wenn man neue Wege hat, wenn man andere Lieferanten hat, wenn die ähnlich preisgünstig sind, gerne. Aber wenn man das nicht hat, was ist denn das für eine Politik? Aber nein, wir haben das mal ebenso quasi entschieden. Herr Habeck hat ja Geld genug. Und das ist auch interessant. Herr Habeck hat Geld genug. Wir haben tatsächlich. Ja, das ist sehr interessant. Also wenn es nach CDU-Politikern wie Norbert Röttgen gegangen wäre, dann hätten wir sogar noch viel früher die Gaslieferung aus Russland eingestellt. Also wenn es nach Leuten wie Norbert Röttgen gegangen wäre, dann hätten wir 2020 vielleicht wirklich eine Gasmangellage gehabt. Also nicht nur wesentlich höhere Gaspreise, sondern wirklich gar kein Gas mehr im Winter. Die wollten die Gaszufuhr aus Russland sofort einstellen. In Deutschland, kein anderes europäisches Land hat so viel Geld für die Subventionierung unserer Energiepreise ausgegeben wie Deutschland. Also dafür, dass wir staatliches Geld, das sind dann immer die Sondervermögen, also seit Schulden Sondervermögen haben, heißen, kann man ja damit viel besser umgehen. Wir haben mehr Geld als jedes andere europäische Land ausgegeben, nämlich 72 Milliarden alleine, um zwei Energieunternehmen zu stützen, nämlich Uniper und Sefe. Und dann nochmal 40 Milliarden für die Preisbremsen. Das heißt, sind 110 Milliarden Euro, die ausgegeben sind, die weg sind. Also Schulden sind noch da, aber das Geld ist weg. Und da könnte man ja denken, na gut, also wir haben ja so einen großzügigen Staat, der so stark die Energiepreise subventioniert. Wir haben ja hier ein Eldorado günstiger Energie. Nee, wir haben es geschafft, das Land in Europa zu sein mit den meisten öffentlichen Subventionen für Energie und gleichzeitig mit den teuersten Energiepreisen. Das muss man erst mal hinkriegen. Also das ist eine völlig irre Politik. Und dann haben wir, wie gesagt, noch nicht mal gesichert, dass es in Zukunft besser wird. Weil wir haben ja im Grunde versucht, irgendwo anders jetzt Verträge aufzutun. Also im letzten Jahr haben wir es teilweise dadurch gemacht, dass wir sehr hohe Preise gezahlt haben. Dann haben wir zum Beispiel Pakistan einfach die Lieferanten geklaut. Also die haben dann deren Verträge gekündigt, haben uns beliefert, weil wir so gut bezahlen. Langfristig ist aber natürlich das auch keine Lösung. So, und dann hat man ja gehofft, unser Freund, unser Partner, Amerikaner sollen uns jetzt dieses Gas liefern, weil in Katar ist es ja auch nicht so richtig aufgegangen. Also Herr Habeck hat ja seinen schönsten Bückling hingelegt, aber die Kataris haben trotzdem nur einen Mini-Vertrag gemacht. Also USA, Herr Biden ist ja sozusagen dann irgendwie doch noch uns näher als die Kataris, also Herr Biden sollte liefern. Herr Biden hat vor kurzem verfügt, dass die Kapazitäten, dass der Kapazitätsausbau, was den Export angeht, gestoppt wird. Weil Herr Biden hat natürlich ein ganz klares Kalkül. Derzeit zahlen Unternehmen in den USA einen Gaspreis, der liegt bei einem Drittel dessen, was die in Deutschland bezahlen. Und er möchte gern, dass das so bleibt. Und deswegen sagt er. Ach so, als ob die USA uns als wirtschaftlichen Konkurrenten sehen würden. Also hätte man ja nicht ahnen können, bevor man sich hier ja selbst
dadurch, dass man die Gaszufuhr aus Russland massiv einschränkt. Beispielsweise durch die Weigerung, den noch funktionierenden Strang von Nord Stream zu öffnen und durch die Weigerung, die drei in die Luft gesprengten Stränge von Nord Stream wieder zu reparieren. Sagt er, nö, also jetzt viel Kapazitäten ausbauen, sodass am Ende genügend Gas geliefert werden kann, damit die europäischen Preise womöglich fallen. Das ist ja überhaupt nicht im Interesse der Vereinigten Staaten, weil die wollen ja die Industrie bei sich haben und nicht bei uns. Und ehrlich gesagt, wenn das schon bei Biden so ist, wie soll es dann erst bei Trump werden? Wir haben noch nicht mal Lieferverträge. Und stattdessen, statt sich darum zu kümmern, machen wir jetzt eine neue Kraftwerkstrategie und bezahlen jetzt noch mal ganz viel Geld auch für neue Gaskraftwerke, was ja sinnvoll wäre eigentlich als Überbrückung. Aber wenn man kein Gas hat, nützen auch die Gaskraftwerke nichts. Und Wasserstoff haben wir in der Größenordnung auch nicht, haben wir bisher auch keine Verträge. Also was ist das für eine völlig undurchdachte, planlose Politik? Und deswegen sagen wir, es muss wieder Vernunft in die Politik einziehen. Es muss doch irgendwie eine Maßnahme zur anderen passen. Man kann doch auch nicht sagen, wir machen jetzt ganz viel stromintensive Technologien, E-Auto und Wärmepumpe. Ja, und der Strom, na klar, der kommt aus der Steckdose. Aber was dahinter ist, das wissen wir nicht. Da denken wir nicht drüber nach, nächste Wahlperiode. Oder wir machen jetzt Gaskraftwerke, aber das Gas wird schon irgendwie nach Deutschland kommen. Wie, weiß man auch nicht. Aber irgendwann ist ja die Ampel auch weg. Und dann muss die nächste Regierung den Salat auflesen. Nein, so kann es nicht weitergehen. Wir brauchen eine durchdachte Politik, eine langfristig tragfähige Politik, weil es ist doch wirklich bedrohlich, wenn in der englischsprachigen Presse, und das ist jetzt auch bei uns ein bisschen berichtet worden, überall gemunkelt wird, naja, die Tage von Deutschland als Industrienation, die sind jetzt wohl gezählt. Nein, die dürfen nicht gezählt sein, sondern im Gegenteil. Wir sind ein Land, das immer noch viele industrielle Mittelständler hat, die auch gute Produkte produzieren. Es kann nicht sein, denen allen hier durch teure Energie den Standort zu vermiesen und dann zu diskutieren, dass die Löhne zu hoch sind. Nee, die Löhne sind nicht zu hoch, die sinken jetzt schon seit 3 Jahren. Die Energiepreise sind zu hoch, die Regulierung und die Vorschriften sind zu unsinnig. Die Fachkräfte müssen ausgebildet werden. Das ist das, was wir brauchen, um eine erfolgreiche Wirtschaft zu haben. Und dafür stehen wir als BSW und dafür setzen wir uns ein. Ja, das ist eine gute Ansage. Der Wirtschaftskrieg gegen Russland muss endlich enden, damit wir hier in Deutschland wieder akzeptable Energiepreise bekommen. Und es hauen ja nicht nur die Mittelständler, die stellen ihr Geschäft ein, aber Großkonzerne, die haben ja nicht die Wahl dazwischen, ob sie aufgeben oder ob sie weitermachen, sondern Großkonzerne verlieren die Produktion, wenn die Energiepreise dauerhaft zu hoch sind. 1 Jahr erhöhte Energiepreise, auch 2 Jahre, das verkraften Großkonzerne, aber irgendwann sind die Produktionskapazitäten abgewandert. Und die Produktion der energieintensiven Industrie ist in den letzten 2 Jahren um mehr als 20% eingebrochen. Die energieintensive Industrie, das sind größtenteils nicht irgendwelche kleinen Mittelständler. Das sind schon meistens große Konzerne, die da jetzt abwandern. Und die kommen nicht zurück, die fahren ihre Produktion nicht wieder hoch, wenn in 10 Jahren die Energiepreise wieder unten sind, sondern die sind weg. Und je länger der Zustand der zu hohen Energiepreise anhält, je länger sich auf Dauer keine profitablen Investitionen planen lassen, desto schlimmer wird das Ganze. Und aktuell tut die Ampel nichts, um an dieser Situation irgendetwas zu ändern. Habeck hatte mal einen Industriestrompreis vorgeschlagen, aber der ist ja mittlerweile, wie es aussieht, auch schon wieder vom Tisch. Und deswegen ist es doch noch klar, dass in Deutschland es an allen Ecken und Enden brodelt. Also fand das völlig verständlich und meine große Sympathie zählt natürlich haben auch die Landwirte in unserem Land. Guten Abend, Outlaw. Weil die Ampel mal eben so auf die Idee kam, naja, wenn sonst, wo können wir denn noch irgendwo was drauf, wo können wir noch mal eine Branche so richtig belasten? Und da haben sie offenbar gedacht, na, die Landwirte, die sind weit weg von Berlin. Ne? Also im Berliner Regierungsbezirk gibt es keine Landwirte. Also sieht man die eher nicht und denkt, na, da können wir mal richtig draufhauen. Nee, die Landwirte haben sich's nicht gefallen lassen. Und ich finde, die müssen auch weitermachen und ich freue mich, wenn sie weitermachen, weil es ist eben noch nicht weg, dieser ganze Belastung. Und das ist doch auch ein Wahnsinn. Wir haben doch schon viel Probleme in der Landwirtschaft. Weil es ist ja schon so. Also ich finde es elementar, dass Lebensmittel und Nahrungsmittel natürlich auch bei uns produziert werden. Ich meine, da reden sie immer über Klimaschutz und man muss alles fürs Klima tun. Da habe ich ja auch nichts dagegen, halte ich für richtig.
Aber was ist denn das für eine völlig undurchdachte Politik, zu sagen Klimaschutz und immer mehr Lebensmittel importieren wir dann aus den Mercosur-Ländern in Lateinamerika und woanders über tausende Kilometer. Übrigens importieren wir sogar Biodiesel, also ist auch alles irre, ne? Der wird dann hier beigemischt, weil es Biodiesel ist, in Wirklichkeit kommt er aus China. Also das ist doch alles verrückt. Und bei der Landwirtschaft eben auch. Und jetzt kommt also Herr Özdemir und will jetzt eine Fleischsteuer, weil es ja ums Tierwohl geht. Ich sage Ihnen, mit der Fleischsteuer, das geht genauso wie mit dem CO2-Preis. Das kommt nicht da an, wo es hin soll. Ich bin ja auch dafür, den Bäuerinnen und Bauern bessere Möglichkeiten zu geben, dass sie nicht so unter Druck geraten und damit eben auch keine Chance haben, wirklich auch sich um ihre Tiere zu kümmern, weil sie so unter Preisdruck stehen. Da wäre ich ja voll dabei, denen da eine Erleichterung zu geben. Aber diese Fleischsteuer, das ist doch wieder das Gleiche. Das nächste Haushaltsloch wartet und das wird dann damit gestopft. Nee, wir müssen gucken, dass die Supermarktketten nicht so mächtig sind, weil die sind doch diejenigen, die den Bauern immer schlechtere Preise geben. Der Anteil der Landwirte am Endpreis, der ist doch immer mehr geschrumpft. Wir brauchen nicht teurere Lebensmittel. Wir brauchen nur ein bisschen mehr Wettbewerb am Markt oder im Notfall eben auch Regulierung, die verhindert, dass die Landwirte als schwächstes Glied am Ende der Kette am Ende abgezockt und ausgebeutet werden und sich dann auch dagegen wehren müssen. Da stehen wir an Ihrer Seite. Ja, der Wettbewerb stellt ja gerade kleine Betriebe schlechter. Also große Betriebe, die haben nun mal höhere Skalenerträge und die können billiger produzieren. Das ist fast allen Branchen so, dass diese Illusion des freien Wettbewerbs, die sollte man, glaube ich, auch, also man kann alles dafür tun, dass der freie Wettbewerb so gut funktioniert wie irgend möglich. Aber dann sollte man sich, glaube ich, der Realität stellen, dass das dann vor allem die Großen bevorteilt, die eben Produkte billiger anbieten können. Und ja, deswegen brodelt es eben, deswegen wird gestreikt, deswegen wird demonstriert, deswegen wehren sich Menschen. Und das ist ja auch richtig, das brauchen wir unbedingt, dass sich Menschen wehren, wenn sie über den Tisch gezogen werden. Und ich fand es ja wirklich interessant, dann kommt die Regierung, es ist Ihnen jetzt so, irgendwie ist Ihnen zu viel los im Land, kam sie auf die Idee, ja Mensch, dann demonstrieren wir mal eben gegen uns selbst. Dann sind wir auch dabei, dann machen wir auch mit. Und ja, also ich verstehe jeden, der sich Sorgen macht, wenn die AfD immer stärker wird. Es ist eine Partei, in der es Neonazis, Rechtsextremisten gibt. Und das mit solchen Schlagwörtern würde ich nicht um mich werfen. Also das Hauptargument sollte tatsächlich die Wirtschaftspolitik sein. Und das haben Wagenknecht und Lafontaine ja auch anderen immer wieder betont. Deswegen, wenn man jetzt nichts Konkretes hat, was tatsächlich rechtsextrem sein sollte, und da wird man, wenn man sucht, bestimmt was finden, dann sollte man mit diesem Vorwurf nicht zu pauschal kommen. Das tut unserem Land nicht gut. Aber bitteschön, dann reden wir darüber, wer diese AfD so stark gemacht hat. Statt abstrakt gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren, muss man doch darüber reden. Man muss dann eben demonstrieren für bessere Löhne, für ordentliche Renten und für eine Regierung, die ihren Job macht. Und dafür ist das BSW angetreten. Dafür sind wir auch heute hier. Liebe Freundinnen und Freunde, wir wollen Vernunft in der Politik. Vielen Dank. Ja, das war eine gute Rede, solide Rede. Ich hätte es tatsächlich auf dem politischen Aschermittwoch etwas polemischer erwartet, aber Wagenknecht wollte die Stimmung im Wirtshaus nicht verderben, trotz der ernsten Themen, über die sie hier gesprochen hat. Also, basierte Rede. Schön, dass wir es uns jetzt zusammen angesehen haben. Der Kanal, wer ihm noch nicht folgt, Wagenknecht tatsächlich auf ihrem Originalkanal hochgeladen, gar nicht mehr auf dem Bündniskanal. Den gibt es nämlich auch noch, wer ihn noch nicht kennt. Hier, Bündnis Sarah Wagenknecht, ist auch noch ein eigener YouTube-Kanal. Also der ist von der Partei und nicht von der Person Sarah Wagenknecht. So.